Abend fand die Premiere vom tödlichen Dinner am Muttersberg statt. Wir waren mit dabei und haben einige Eindrücke von diesem Abend für Sie zusammengefasst. In stilvoller Atmosphäre und mit Dresscode Abendgarderobe oder James Bond Gala-Outfit genoss das Publikum auf 1401 Meter Seehöhe am Muttersberg ein viergängiges Gala-Diner, gespickt mit einer faszinierenden Handlung, bei der schließlich alle Gäste mit eingebunden waren. In der Handlung geht es um ein Treffen der größten und besten Spione der Welt, die an einem geheimen Ort, natürlich dem Muttersberg, den von ihnen erkämpften Weltfrieden glamourös feiern wollen. Aber ein Mord mitten im stilechten Dinner bringt den Weltfrieden wieder ins Wanken und alle Darsteller, rund um Heike Montiperle und Andrea Petermann, samt Publikum arbeiten fieberhaft an der Aufklärung dieses spektakulären Mordes. James Bond wurde ermordet! Ein Komplott? Ein Komplott? Er wurde vergiftet? Nein. Ein Verräter aus den eigenen Reihen. Mon Dieu! Oh mein Gott! Ja, leckt's mir am Arsch! Insgesamt eine sehr edel und stilvoll gehaltene sowie mit viel Unterhaltungswert ausgelegte Veranstaltung, die pro Aufführung für 100 Gäste in den perfekt adaptierten Räumlichkeiten des alten Gasthof Muttersberg sehr professionell inszeniert wurde. Ja, da gibt's noch eins. Wir haben einen Höhenkoller gehabt da hier oben. Das ist abgegangen wie die Sau. Also es war großartig. Ganz kurz, eine Bombenstimmung haben wir gehabt hier. 8 Aufführungen folgen noch. Infos dazu finden Sie unter www.tödlichesdinner.at und auch wir von LändeTV wünschen dazu spannende Unterhaltung mit viel kulinarischem Genuss am Muttersberg.